Moin Moin, herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp, 15. Spieltag. Ja, am letzten Spieltag, weiß ich nicht, nach knapp 20 Spielminuten am Samstagspiel habe ich schon die Spiele ausgeschaltet, weil ich mir gedacht habe, das wird doch alles sowieso wieder nicht. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Am Freitag findet das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt statt. Ja, Hoffenheim mit, ja, Angst gegen Dortmund? Weiß ich nicht, also... Es könnte ein bisschen Angst gewesen sein, die Borussia hat gewonnen. Ist jetzt endlich aus dem Abstiegskampf raus oder ist er jetzt drinne oder wie auch immer. Hoffenheim weiterhin mit der Negativserie. Jetzt geht's gegen die Frankfurter, die mit 3 Siegen anreisen nach Sinsheim und dementsprechend logischerweise gewinnen werden. In Hoffenheim 3-2 nach Kais Tipp ein Unentschieden, ein 2-2. Oh, möglich ist es, unentschieden, absolut. Ich denke mal aber, dass die Frankfurter nach so einer guten Serie, okay, sie haben jetzt gegen Bremen, gegen Bremen haben sie durch ein Tor gewonnen, was ja eigentlich ein Foul war und dann der Torhüter verletzt war und der Ersatztorhüter von Bremen irgendwie das alles nicht hingekriegt hat. Dementsprechend war die Höhe eher zu hoch, aber... Naja, gut, ne? Jetzt geht's gegen die Hoffenheimer, die langsam mal was anrichten sollen, dementsprechend 5 Tore. Das nächste Spiel ist am Samstag. Es findet statt zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln. Ja, Köln hat das Spiel aus der Hand gegeben. Kann man so sagen, gegen Augsburg geführt und dann doch verloren. Wie gesagt, ich habe noch knapp 20 Minuten ausgemacht. Vielleicht, keine Ahnung. Aber der FC Schalke 04 hat den ersten 20 Minuten sehr dominant gespielt gegen Stuttgart. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Also... Das, was da Stuttgart gezeigt hat, ich habe keine Ahnung. Blackout, keine Ahnung, kann sein. Ja, jetzt spielt die Schalke wieder zu Hause. Schalke spielt zu Hause eigentlich relativ guten Fußball. Köln auswärts auch, jetzt außer in der letzten Zeit, wo die Negativserie irgendwie angefangen hat. Schalke gewinnt, klar, 3-0 nach Kais Tipp, 3-1. Kommen wir nun zum nächsten Spiel zwischen dem FCA und dem FCB. Bringe ich irgendwie jedes Mal. Augsburg gegen Bayern. Augsburg steht um. Ja, irgendwie Überraschung, Überraschung kann man dazu sagen, weil wenn man am Anfang der Saison mal überlegt, Augsburg mit einem katastrophalen Start und jetzt auf einmal, zack, ist man oben. So schnell kann das gehen. Ne? So schnell kann Dortmund auch wieder nach oben rasen. Und jetzt geht's gegen die Münchner. Ja, die Münchner, die Münchner. Momentan mit so einer 1-0-Serie gegen Augsburg wird diese 1-0-Serie brechen, denn die Münchner gewinnen 2-0 nach Kais Tipp. 1-1 unentschieden. Zwar haben die Münchner als letztes in Augsburg verloren, ja. Aber die Münchner haben damals das Spiel überhaupt nicht ernst genommen. Gucken wir mal, ob es sich erinnert wird. Das nächste Spiel ist zwischen Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund. Also die Dortmunder jetzt vielleicht wieder mit dem richtigen Schritt, vielleicht mit dem falschen Schritt, vielleicht mit dem, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder eher schwach. Dortmund hat es geschafft zu gewinnen, stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Jetzt gegen die Hertha heißt es weiterhin punkten, denn sonst droht es denn wieder, denn die Hertha ist der Nachbar. Und Nachbarschaftsduelle in der Tabelle sind relativ ausgeglichen, aber ich denke mal, dass Borussia Dortmund das Spiel 2-0 gewinnen wird, denn die Hertha hat Angst wahrscheinlich vor denen, ich weiß es nicht. Nach Kais Tipp gewinnt Dortmund 2-1. Das nächste Spiel ist zwischen Werder Bremen und Hannover 96. Ja, die Bremer haben dieses klassische Syndrom, was eigentlich Hannover die letzten Jahre hatte. Zu Hause stark, auswärts schwach. Also irgendwie weiß ich nicht. Das jetzt in Frankfurt war eine schlechte Leistung, davor in Hamburg war eine schlechte Leistung, nun spielt man wieder zu Hause. Da hat man als letztes Paderborn haushoch besiegt. Ja, dementsprechend würde ich mal sagen, Hannover wird besiegt, nämlich mit einem 2-1 für Bremen. Kais Tipp 1-0 Bremen. Kommen wir nun zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Hamburg. Boah. Also der Hamburger SV, selbe wie Bremen, zu Hause top, auswärts flop. Irgendwie ist das nicht so gut. Jetzt gegen die Freiburger, die zwischendurch
mal richtig interessant gut Fußball spielen können, aber zwischendurch auch mal irgendwie einen Totalausfall haben oder der Gegner extrem stark ist. Ich würde jetzt mal sagen, dass dieses Spiel sehr ausgeglichen ist, weil da muss das wird eine Formsache sein. Irgendein Spieler ist eine richtig Top-Form und der wird dann das Tor schießen und dementsprechend meinen Tipp falsch machen. Denn mein Tipp ist ein 0:0, weil es ist einfach zu schwierig. Es wird wahrscheinlich irgendein Spieler auf irgendeiner Seite geben, der Spieler des Tages, des Spieltages und alles andere wird. Aber wer das sein wird, ich weiß es nicht. Kais Tipp, es wird ein Freiburger sein, 1:0. Das nächste Spiel ist das Topspiel des Spieltages zwischen Mainz und Stuttgart. Ne? Gleich ein Huster drauf. Stuttgart, gut mit Stevens gestartet. Zu Hause, ich weiß nicht, ob das jetzt, was da war, los war. Vielleicht irgendwie waren die Nervenkostüm zu schwach. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, was mit dem Schwarm los war. Mainz dagegen, ja, in Hamburg, ne, dieses klassische, ja, wir haben Pech gehabt. Ne? Noweski, Hand. Manchmal muss man halt Pech haben. So, und jetzt gegeneinander. Ich denke mal, Stevens wird auf jeden Fall das Team zusammenstauchen. Er wird auf jeden Fall alles nochmal trainieren. Jeden Fehler achtmal nochmal durchgehen. Und dementsprechend wird Stuttgart gewinnen mit einem 4:2. Es wird also dementsprechend ein sehr torreiches Spiel, denn auch wenn du die alten Fehler irgendwie wieder besser machst, kommen neue. So auch hier. Nach Kais Tipp wird es nur ein knappes 1:0 für Stuttgart. Das nächste Spiel ist zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Ja, die eine Mannschaft spielt Champions League, die andere Europa League. Dementsprechend beide so ein bisschen angeschwächelt in diese Partie reingehen. Die Frage ist jetzt die, wer verausgabt sich im Wettbewerb mehr. Und genau deswegen tippe ich auf ein Unentschieden, auf ein 2:2, nach Kais Tipp 2:1, weil ich der Meinung bin, dass sich beide zu sehr verausgaben und dementsprechend leider relativ viele Fehler machen oder andersrum die Stürmer richtig geniale Tore schießen. Kommen wir nun zum nächsten Spiel, was auch wieder Europa League. Wolfsburg gegen Paderborn. Ja, wie wurde es immer so schön gesagt, Paderborn am Anfang der Saison, hui, jetzt mittlerweile das, was alle erwartet haben, würde ich nicht sagen. Einfach momentan dieses klassische, ach, der Gegner, der wird schon, der schafft das schon alles nicht. Das ist vorbei. Die Gegner nehmen Paderborn ernst und genau das ist momentan ihr Problem. Und deswegen klappt es momentan nicht. Und gegen Wolfsburg wird es auch nicht klappen. Ich denke mal, dass Wolfsburg 2:0 gewinnt, nach Kais Tipp 4:1. Ne? Manchmal ist es halt einfach so, dass dieser Angstfaktor vorbei ist. Und ja, apropos Angstfaktor, dadurch, dass der FC Bayern München, dass der FC Bayern München nicht Borussia Dortmund, ich habe vergessen. Da der FC Bayern München gewinnt, sind sie Herbstmeister. Soweit ich das jetzt richtig errechnen kann, ich glaube schon, ja, dann gibt es noch 16 und 17, dann sind sie Herbstmeister mit dem Sieg und dementsprechend war es das, zumindest für die Hinrunde, obwohl eigentlich ist es nicht für die Hinrunde, weil für die Rückrunde muss ja schon Punkte sammeln, nämlich in der Hinrunde und wir sehen uns am nächsten Spieltag wieder, in der zweiten Liga höchstwahrscheinlich, wenn ihr wirklich schaltet ein, wenn nicht, dann kann ich euch nicht dazu zwingen, bis dahin, macht's gut.